Diesen kleinen Kumpel hier, dieses Tamagotchi, das kannst du jetzt auch in deinem Stream haben. Es ist ein mega cooles Tool von Andy Lippi und StreamUp und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du dir dein eigenes Tamagotchi in deinen Stream mit integrieren kannst. Du siehst, der ist hier gerade nur am Snackmampfen, der kleine Bernd. So haben wir ihn zumindest in diesem Video genannt. Bernd, wie du ihn nennst, ist völlig dir überlassen. Das Ganze ist ein Video für das Stream Deck, Lyorum Board und OBS. Das Ganze funktioniert nicht mit Streamlabs OBS, das sei an der Stelle gleich gesagt. Wenn du das nutzen möchtest, musst du OBS benutzen. Es ist komplett kostenlos. Alles, was du dafür brauchst, kannst du kostenlos erhalten. Und ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie du das Ganze einrichtest, was du mit deinem Tamagotchi machen kannst, beziehungsweise was deine Zuschauer damit machen können und wie du am Ende auch Gott spielen kannst, wenn du möchtest. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder join den Discord-Server und stell dort deine Fragen. Und dann legen wir jetzt los und richten uns unseren kleinen Bernd einmal ein. Bist du einverstanden, Bernd? Ich glaube, Bernd ist einverstanden, oder? Bernd hat Bock. So, was brauchst du jetzt zuallererst, damit du loslegen kannst mit deinem Tamagotchi? Zuerst natürlich absolute Basic-Grundvoraussetzung, das Stream Deck Lyorum Board. Das muss natürlich verfügbar sein, genauso wie das OBS WebSocket Plugin. Das WebSocket Plugin ist einfach dafür verantwortlich, dass dein OBS mit deinem Lyorum Board überhaupt kommunizieren kann. Hier immer nochmal der Hinweis, wenn du in der jeweiligen Download-Section bist, also geh nochmal einen Schritt zurück, das ist die Startseite vom WebSocket Plugin und du kannst dann hier auf Go to Download bei der aktuellen Version gehen. Prüf da bitte immer, dass du auch die richtige OBS-Version hast, ne? Weil das neueste WebSocket Plugin gilt nur noch für OBS Version 27 oder höher. Da bitte drauf achten oder halt dann im Zweifelsfall dein OBS einmal updaten auf Version 27. Das Ganze einfach, wenn wir jetzt hier runtergehen, über den Installer oder über die Windows Zip-Datei runterladen und in deinen OBS-Zielordner packen. Solltest du jetzt nicht wissen, wie das mit dem Lyorum Board einrichten funktioniert, was du damit alles machen kannst, das passende Video habe ich dir in die Videobeschreibung verlinkt und in der Infobox findest du es natürlich auch. Dann brauchst du noch das Move Transition Plugin und du brauchst das Freeze Filter Plugin. Beide sind sehr, sehr schnell installiert. Es geht immer nach dem gleichen Prinzip. Du klickst auf den Download-Button. Hier hast du genauso wie bei WebSocket auch Möglichkeit über den Installer oder über die Windows Zip-Datei. Beim Installer, egal ob das jetzt WebSocket, Move Transition oder Freeze Filter ist, ist es immer das gleiche wie bei einem Installationsprogramm. Du musst deinen OBS-Zielordner auswählen und das dort rein installieren. Und wenn du die Zip-Datei dir runterlädst, dann kriegst du hier diese beiden Ordner immer in der Zip-Datei, das ist Data und OBS Plugin. Und auch dort bei allen drei Plugins, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, einfach in deinen OBS-Zielordner reinpacken, OBS einmal neu starten und dann sind die auch drin und funktionieren. Solltest du da jetzt Probleme haben oder du möchtest wissen, hey, was kann man denn mit diesen Plugins noch alles Tolles machen, auch dort habe ich dir die passenden Videos einmal in die Videobeschreibung gepackt. Und dann, bevor wir an das Eingemachte gehen, noch zwei Sachen aus dem Lyorum Board Discord, die du brauchst. Den Link für den Discord habe ich dir auch in die Videobeschreibung gepackt. Du gehst im Discord auf Extensions und dann auf Releases. Und hier lädst du dir einmal den Current Time Extension runter. Einfach hier einmal auf GitHub draufklicken, dann hier auf LB Current Time and Data hier rechts. Da einmal drauf und dann lädst du dir einfach diese LBE-Datei einmal runter. Wir können das hier einmal schnell machen, zack, dann haben wir die gleich. Nochmal zurück in den Discord. Halt, das war Lyorum Board Discord. Und dann brauchst du noch die Channel Point API. Hier. Channel Point API von Lyorin himself und geupdatet von Mr. Walder und Silverlink. Da einfach, hier ist es schon direkt, diese LBE-Datei einmal runterladen und dann hast du alles, was du an Grundvoraussetzungen brauchst. Und dann brauchst du natürlich noch das Tamagotchi-Spiel Petsuamai, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, I don't know, vom Meister himself, Andy Lippi, hat es gemacht. Einmal an der Stelle, wie immer, riesen Shoutout, wirklich sensationelle Arbeit. Ich finde das Ding mega, mega geil. Ihr geht einfach auf Get It Now for free, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann gilt das gleiche wie bei allen Videos, die ich mache, wo ich was von StreamUp vorstelle. Du kannst das Ganze für 0 Euro bzw. Dollar dir hier runterladen. Einfach hier die 0 und auf Get It Now klicken. Oder wenn du kannst und willst und diese Arbeit supporten möchtest, weil das alles auf Donationware basiert, dann gib hier einfach den Betrag deiner Wahl ein und lass 1, 2, 3, 4, 5 Euro Support bei Andy Lippi da, damit auch in Zukunft weiterhin so sensationelle Tools kommen. Wenn du das Ganze jetzt hast, lädt sich auch hier einfach wieder eine ZIP-Datei runter und die schauen wir uns hier einmal an. Das ist dann der Inhalt einer ZIP-Datei. Du hast hier nochmal einen PDF,
wo einfach nochmal alles verlinkt ist, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe, was du brauchst an Plugins etc. und der Ordner hier. Pet Suamai bei Andy Lippi. Den entpacken wir jetzt einmal in den Lyorum Board Ordner. Bei mir ist das Laufwerk D. Hier Lyorum Board und dann auf Lyorum Board Receiver PC EXT. Hier einfach einmal rein. Bei mir würde er jetzt sagen, jo, hast du schon. Überschreiben wir, völlig wurscht. Und jetzt schauen wir uns noch einmal ganz kurz an. Die anderen beiden Extensions, die wir gerade runtergeladen haben, die haben wir jetzt ja auch im Download-Ordner. Die nimmst du dir jetzt einmal, kopierst dir die auch in deinen Lyorum Board Ordner rein, also vom Download-Ordner hier einmal auf Lyorum Board und jetzt einfach in den Extensions-Ordner, ich habe die jetzt hier schon drin, ich überschreibe das hier nicht, einfach hier rein kopieren. Und dann können wir ins Lyorum Board einmal direkt reinwechseln. Wenn du deinen Receiver aufhast, wichtig ist jetzt bei der ganzen Geschichte, dass du mit OBS verbunden bist, dass hier einfach alles grau hinterlegt ist, damit du vernünftig arbeiten kannst. Und jetzt musst du natürlich die Channel Point API und den Current Timer, den wirst du jetzt hier nicht finden, den siehst du in deinem Lyorum Board Hub, zeige ich dir gleich, das musst du einmal installieren. Dafür gehst du immer auf Install Extension, wählst dir die jeweilige Extension aus, wir nehmen jetzt hier einmal den Timer, zack, öffnen und dann sagt er einmal immer nochmal Select Transmitter, da wählst du immer den TSL Transmitter aus, jawohl. Ist bereits installiert, replacen wir, völlig wurscht, machen wir einmal ganz geschwind, zack, und jetzt ist das drüber installiert. Das machst du einmal für Current Timer und für die Channel Point API. Die Channel Point API taucht dann hier als eigenes Deck auf, haben wir also hier. Und der Current Timer, dafür ziehen wir einmal das OBS hier raus, kriegst du hier in deinem Lyorum Board Hub. Da hast du jetzt hier Get Current Timer. Dieser Reiter muss bei dir vorhanden sein, dann ist das Ding richtig installiert. So, gehen wir einmal wieder zurück. Und jetzt installieren wir einmal unser Tamagotchi. Also einmal wieder Install Extension. Lyorum Board Ordner, diesmal in den Receiver PC, EXT und hier Pet Suamai bei Andy Lippi. Und da wählst du dir hier einfach die LBE-Datei einmal aus. Select Transmitter, wie immer TSL Transmitter, da auch bitte niemals irgendwas anderes auswählen. Und jetzt haben wir hier Pet Suamai. Wir warten nochmal ganz kurz, denn normalerweise sollte jetzt gleich noch eine Notification kommen, dass das Ganze installiert ist. Genau, warte immer auch auf diese Benachrichtigung. Nicht irgendwie vorzeitig irgendwas öffnen, schließen, sondern wirklich hier drauf warten. Ist installiert, okay. Du hast dein Tamagotchi jetzt erfolgreich installiert. Jetzt überprüfen wir einmal, ob das auch soweit alles funktioniert hat. Dafür gehst du einmal ins OBS und wenn du das Pokémon-Video beispielsweise kennst, weißt du, was jetzt kommt. Bei dir im OBS ist jetzt eine neue Szene integriert worden. Ganz unten Game Andy Lippi Pet Suamai. Wenn du da einmal draufklickst, dann hast du jetzt hier dein Tamagotchi. Noch recht leblos, da ist noch nichts passiert, aber du kannst damit einmal überprüfen, hat das geklappt. Wir wechseln nochmal einmal schnell zurück, denn es gibt jetzt noch zwei andere Sachen, die wir uns anschauen, bevor wir jetzt mit dem Tamagotchi starten. Und zwar einmal gehst du bitte in dein Creator Dashboard und überprüfst, ob die Kanalbelohnungen vorhanden sind, ob die kreiert wurden. Dafür ist ja das Channel Point API zuständig. Also einmal Zuschauerbelohnung, Kanalpunkte und dann hier Belohnung und Herausforderung verwalten. Und dann siehst du jetzt hier schon, du hast Pet Suamai Channel Points. Und hier unten müsste irgendwo hier Adapt a New Egg sein. Ganz, ganz wichtig an der Sache ist jetzt, wenn du auf Bearbeiten gehst, dass du weder den Namen noch die Beschreibung von dieser Kanalbelohnung bzw. von allen Pet Suamai Kanalbelohnungen änderst. Du kannst die Kosten ändern, du kannst hier die Bilder austauschen, die Hintergrundfarbe, das kannst du alles machen, aber ändere nicht die Namen, sonst kann das mit dem Lyorum Board Probleme geben, dann funktioniert das Ganze nicht. Also das bitte einfach so lassen. So, und nun lohnt sich aber nochmal ein Blick ganz kurz in das Stream Deck vom Pet Suamai, also von deinem Tamagotchi rein. Denn wenn du hier reinklickst, hast du hier oben den großen Balken Settings. Edit Commands, also Rechtsklick, Edit Commands und dann hast du jetzt hier zwei Einstellungsmöglichkeiten. Einmal kannst du einstellen, in welchem zeitlichen Intervall die Stats von deinem Tamagotchi sinken, also wie schnell es beispielsweise Hunger kriegt und wie einfach bzw. wie schwierig es für deine Zuschauer ist, das Tamagotchi am Leben zu halten. Fangen wir mit dem ersten an, mit der Zeit. Da hast du hier Pet Suamai Settings Time und hast jetzt hier eine 5 drin stehen. Das bedeutet, aktuell alle 5 Sekunden verringert sich der Stat, also ein Wert von deinem Tamagotchi. Steht auch hier oben drüber nochmal, Set the Time Checks in Seconds. Also je kleiner die Zahl ist, desto schneller wird das Tamagotchi, das Pet Suamai hungrig und so weiter. Also Zuneigung etc.
Wenn du jetzt hier einfach zum Beispiel eine 30 draus machst, dann würde das nur alle 30 Sekunden passieren. Das musst du einfach ausprobieren, was für dich, deinen Stream und den Chat am besten ist. Ich lasse das jetzt hier bei den 5 Sekunden. Und unten drunter, set how needy the pet tsunami ist. Also hier stellst du den Schwierigkeitsgrad ein. Eine 1 wäre ganz, ganz leicht. Eine 10 wäre hart. Es ist auch hier auf 5 eingestellt. Das Tamagotchi kann sterben. Da muss ein neues ausgebrütet werden. Also probier hier am besten wirklich mal mit deinen Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam aus, welcher Intervall gut ist, dass es vielleicht eine Herausforderung ist, aber nicht zu knackig, aber auch nicht zu einfach. Wenn du hier was änderst, einmal hier auf den Done-Knopf und hier auf den Done-Knopf, dann ist das auch gespeichert. So, jetzt aber genug. Jetzt schauen wir uns unser Tamagotchi einmal an. Und dafür OBS und wir wechseln hier einmal in die Szene. Und nun gehen wir über die Kanalpunkte und Adopt a New Egg. So, wir nennen das Ganze Bernd. Bernd das Ei, nicht Bernd das Brot, sondern Bernd das Ei. So, jetzt kommt hier unsere kleine Animation. Unser Ei Bernd kommt hier rein, der Name steht da drüber. Was ich jetzt schon gemerkt habe, du siehst hier vielleicht dieses Flackern. Ich weiß nicht, ob es aktuell ein Bug ist. Wenn du dieses Flackern auch hast, schau einmal hier, du kannst hier draufklicken, dann siehst du Pet Tsunami Text. Da einmal rechtsklick auf den Filter und das liegt hier an dem Freeze-Filter, denn beim Refresh-Intervall sind hier 200 Millisekunden eingestellt. Machen wir mal hier hin. Wenn ich das jetzt hier auf 0 hinterlege, zack, dann hört das mit dem Flackern auf. Na? Also ich habe jetzt hier einfach mal bei hier ist es nämlich auch drin, diesen Freeze-Intervall habe ich mal bei mir rausgenommen und das kannst du hier auch einmal machen, falls es bei dir auch flackern sollte. So, nun ist Bernd da. Wenn du jetzt die Kanalbelohnungen öffnest, hast du Cool the Egg Down und Warm the Egg Up, also wärme und kühle das Ei, damit das Ganze sich ausbrütet. Du kannst jetzt hier das Ganze schon einlösen, beziehungsweise auch deine Zuschauer. Das Schöne ist, im Chat wird dir immer gesagt, was dein Tamagotchi möchte. Also du musst es nie erraten, sondern es wird dir immer durch eine Chatnachricht mitgeteilt und die Kanalbelohnungen ändern sich je nachdem, was dein Tamagotchi möchte. Also wenn das Ganze jetzt geschlüpft ist, dann kommt auch nicht mehr Cool the Egg oder Warm the Egg, sondern das verschwindet dann und das passiert alles automatisch. Wir können jetzt einmal zum Beispiel hier das Ei wärmen. So. Jetzt siehst du, es bewegt sich hier gerade ganz kurz. Wir warten jetzt einmal nicht, bis es schlüpft, sondern ich mache das jetzt einmal über das Stream Deck. Du kannst dir das hier einmal öffnen und jetzt müssten wir mal ganz schnell gucken. Hatch Egg, ne? Also, dass es schlüpft. Zack, wir könnten es auch töten. So, Bernd is beginning to hatch und Bernd is born. Da ist er, unser kleiner Bernd. Herzlich willkommen auf unserem Planeten. Er ist im Moment sehr glücklich. Oh nein, Bernd ist feeling hungry. Das meinte ich gerade. Der Chat sagt dir immer, was du machen sollst. Also, okay. Feeding time Snack oder Feeding time Meal. Ne? Je nachdem, du siehst auch, die Belohnungen sind teurer. Also das ist, soll schon der Hinweis sein, dass natürlich ein Meal erstmal besser ist als ein Snack von der Fülle her. Yummy, Bernd isst und Bernd ist glücklich. Sehr schön. Und so kannst du jetzt, beziehungsweise deine Zuschauer, deinen kleinen Bernd oder wie auch immer dein Tamagotchi heißt, am Leben halten. Du kannst das Ganze natürlich auch komplett anpassen. Und zwar, wenn du in deinen Lionboard-Ordner einmal reingehst, dort, wo du das installiert hast. Halt, das war falsch. Also Lionboard, Receiver, PC, EXT und dann Pet Tsunami. Dann hast du jetzt hier den Ordner für Egg und für Pet. Du hast jetzt hier alle Animationsbilder, alle GIFs für, in meinem Fall, Bernd. Die kannst du komplett austauschen, wenn du möchtest. Wichtig ist, dass halt nicht umbenennen, Eigenschaften. Wichtig ist, dass es eine .gif-Datei ist, wenn du das Ganze änderst. Und, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, muss es ein, jetzt warte mal genau, man sieht das hier, Abmessung 320x320, das muss die Größe sein. Und auch die Namen hier müssen gleich sein, damit Lionboard darauf zugreifen kann. Du musst jetzt überlegen, Lionboard macht nichts anderes, als dass es diesen Befehl hat, zum Beispiel auf das GIF Pet Tsunami-Cheer zuzugreifen. Wenn du jetzt den Namen hier änderst und ein anderes GIF hinterlegst mit einem anderen Namen, zum Beispiel Bernd-Hallo, dann müsstest du das im Lionboard auch so hinterlegen und das ist wesentlich komplizierter, als einfach hier den Namen anzupassen.
Und du kannst dann im nächsten Schritt auch natürlich hier die Eye-Animationen ändern. Auch hier hast du 320x320 und auch es ist eine .gif-Datei, wenn du das hier ändern möchtest. Du kannst natürlich auch dein, hier ist es als Device abgespeichert. Öffne das hier einmal schnell. Du kannst natürlich auch hier einmal dieses Bild ändern. Das funktioniert natürlich genauso. Na, also wenn du das hier ändern möchtest, dann musst du natürlich sicherstellen, dass hier in der Mitte auch das ganze 320x320 ist, denn da kommen dann die ganzen GIF-Dateien rein. Aber ansonsten kannst du auch das komplett individualisieren. Und jetzt integrieren wir das Ganze einmal noch in eine deiner Gaming- bzw. Streaming-Szenen. Dafür gehen wir jetzt einmal bei den Quellen auf das Plus für neue Quelle, eine neue Szene, eine existierende Szene hinzufügen, Game Andy Lippi Petsunamai. Und schon ist der Bernd auch in deinem Overlay. Jetzt kannst du dir den groß und klein machen und dorthin schieben, wo du den gerne hin hättest. Machen wir ihn jetzt mal hier in die Ecke rein. Und jetzt können im Endeffekt du bzw. deine Zuschauer sich um ihn kümmern. Du kannst im Übrigen auch über das Stream Deck, also nicht über den Receiver, sondern über das Lionbot Stream Deck, auch Gott spielen. Also du hast alle Möglichkeiten, die deine Zuschauer haben, über die Kanalpunkte. Kannst du hier über diese pinken, lilanen Button, wie auch immer, kannst du hier aktivieren. Also hier Feed Meal, Feed Snack, Sleep und so weiter. Kannst du hier alles aktivieren. Und du kannst sogar Gott spielen im Sinne von, du schädigst dein Tamagotchi. Will jetzt nicht dazu aufrufen, dass du deinen Tamagotchi schädigst, aber du hast die Möglichkeit, zum Beispiel den Hunger oder die Hygiene etc., alles, was du hier in diesen gelben Kästchen siehst, dass du das die Werte senkst. Also du hast hier im Stream Deck alle Möglichkeiten. Du kannst das Ei sterben lassen, du kannst das Pet an sich, also in dem Fall jetzt Bernd, sterben lassen. Du kannst hier ein neues adoptieren. Du hast alle Möglichkeiten in deinem Stream Deck. Also da lohnt sich tatsächlich auch mal der Blick rein und da vielleicht ein paar kreative Sachen sich zu überlegen. So, Bernd ist feeling tired. Also Bernd ist müde. Das heißt, jetzt ist einmal Bedtime für Bernd. Ab ins Bettchen und jetzt schläft. Ja, und so kriegst du dein eigenes Tamagotchi-Minigame in deinen Stream rein. Ich finde es sehr, 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 sehr cool. Großes Dankeschön nochmal an Andy Lippi, dass er sich da so viel Mühe und Arbeit gemacht hat. Wenn du irgendwelche Bugs findest, Fehler findest, das Ganze ist ja quasi selbst entwickelt, dann kannst du das auch gerne auf dem Stream-Up-Discord Andy Lippi selbst mitteilen. Denn das ist immer so ein bisschen auch Work in Progress. Also das sei an der Stelle auch mal nochmal gesagt, dass das natürlich jetzt noch nicht die Perfektion des Tamagotchis ist. Also wenn du da irgendwas findest, sei am besten einfach so gut und schreib das in den Bug Report in den Stream-Up-Discord. Wenn du ansonsten Fragen hast, ich dir helfen kann irgendwie, schreib es gerne in die Kommentare oder join dem Discord-Server und stell dort deine Frage. Dort haben wir auch Support-Channels. Also wenn du da irgendetwas hast, womit du nicht zurechtkommst mit der Installation etc., dann einfach gerne dort schreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Doc und Bernd sind out. Ciao.